Herzlich willkommen zur nächsten Sitzung im Seminar Grammatik. Heute in der sechsten Sitzung stehen flektierbare Wortarten zum dritten Mal im Vordergrund, und nachdem wir uns jetzt in zwei Inputblöcken mit dem Verb beschäftigt haben, steht heute das Substantiv und die Nominalflexion auf dem Programm. Das hier ist die zugrunde liegende Literatur, die ich in diesem Video für Sie aufarbeite. Die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, sind: Wie unterscheidet man eigentlich Wortarten und welche davon gibt es? Und dann: Wie und nach welchen Merkmalklassen werden Nomen, also Substantive, Adjektive, Artikel und Pronomen flektiert? Man nennt diese vier Wortarten insgesamt nominale Wortarten oder manchmal sogar auch Nomen. Dann würde man, um deutlich nur die einzelne Wortart Nomen zu benennen, Substantiv sagen. Also, wir beginnen mit der Frage: Wie unterscheidet man Wortarten und welche gibt es? In der antiken Tradition hat man zahlreiche Wortarten schon unterschieden, und zwar Substantiv, Verb, Adjektiv, Artikel, Pronomen, Adverb, Konjunktion, Präposition, Numerale und Interjektion. Und dann sehen Sie daneben aktuelle Einteilungen, die in deutschen Grammatiken für das Deutsche vorgenommen werden. Ich möchte die jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber Sie sehen, es gibt hier verschiedene Vorschläge, wie viele und welche Wortarten es im Deutschen gibt. Im Handbuch der deutschen Wortarten, ganz auf der rechten Seite, da werden sogar insgesamt 24 Wortarten des Deutschen vorgeschlagen. Bei diesen antiken, von der antiken Tradition bis hin zur Grammatik von Eisenberg von 2013, da werden primär formale Kriterien angelegt, um solche Wortarten voneinander zu unterscheiden. Und formale Kriterien heißt vor allem morphologische und distributionelle. Distributionelle sind syntaktische Kriterien. Distributionell spielt darauf an welchen Stellen relativ zu anderen Wörtern im Satz oder in Phrasen ein Wort stehen kann. Und daran bemisst sich dann zusammen mit morphologischen Kriterien, was für eine Wortart es sich dabei handelt. Und beim Handbuch der deutschen Wortarten, das geht primär nach funktionalen Kriterien vor und fragt eben danach, für was werden Wortarten benutzt, anstatt nach ihrer Form zu schauen. Und dann kommt man auch bei einer relativ stark abweichenden Einteilung heraus. Wir befinden uns heute eben bei den flektierbaren Wortarten. Das Verb haben wir bereits abgehandelt. Das Verb zeichnet sich durch seine Konjugierbarkeit aus, und jetzt sind wir bei den flektierbaren, aber nicht konjugierbaren Wortarten, Nomen, Adjektiv, Pronomen und Artikel. Was heißt hier flektierbar? Wir befinden uns hier bei den Wortarten, die deklinierbar sind. Während das Verb konjugierbar ist, sind Nomen, Artikel, Pronomen und Adjektiv deklinierbar, und zwar nach den Merkmalklassen Kasus, Numerus und Genus. Und das Adjektiv ist zusätzlich noch komparierbar. Hier sehen Sie, das haben Sie auch schon einmal gesehen beim Verb, hier sehen Sie die Merkmalsausprägungen der einzelnen Merkmalklassen. Ausgestrichen habe ich hier die Merkmalklassen und die Ausprägungen derjenigen, die auf das Verb zutreffen. Und übrig gelassen habe ich hier die Merkmalklassen, die die Deklination betreffen. Und da sehen Sie Numerus, Singular und Plural. Als Genera finden wir Maskulinum, Femininum und Neutrum im Deutschen. Person, erste, zweite, dritte, die kennen Sie schon vom Verb. Gibt es da auch, genau wie den Numerus.
Dann finden wir die vier Kasus Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Und bei den Komparationsausprägungen finden wir den Positiv, den Komparativ und den Superlativ. Die Personenkategorie wird oft nur auf Pronomen angewendet und die Komparation Kategorie wird nur auf Adjektive angewendet. Fangen wir an, uns das Nomen, und das heißt jetzt das Substantiv, genauer anzuschauen. Das heißt die Deklination des Nomens und welche Eigenschaften das Nomen in der Deklination hat. Beginnen wir mit der Frage, was überhaupt ein Nomen ist. Und da kann man jetzt die formalen Kriterien ansetzen, die in den meisten Wortarteneinteilungen angewendet werden. Das heißt, wir fragen immer erst nach formalen Kriterien, wie man Wortarten abgrenzen kann. Und wenn wir uns das nicht weiterbringt, dann fragen wir auch noch nach funktionalen oder semantischen Kriterien. Ein morphosyntaktisches Kriterium, um das Nomen zu charakterisieren, wäre, dass man Nomen nach den Merkmalsklassen Kasus, Numerus und Genus deklinieren kann. Und dazu kann man noch ein distributionelles Kriterium nehmen. Nomen können nämlich Artikel als Begleiter haben. Und mit diesen Kriterien sollte das Nomen schon hinreichend abgegrenzt sein von allen anderen Wortarten. Also, das Nomen wäre also eine flektierbare Wortart, die nicht konjugierbar ist, das heißt so viel wie deklinierbar und einen Artikel bei sich haben kann als Begleiter, also plus artikelfähig. Die ganzen anderen deklinierbaren Wortarten sind dagegen nicht artikelfähig. Das heißt, wir haben es auch mit den Merkmalklassen Kasus, Numerus und Genus beim Nomen zu tun, wie eben schon gesagt. Wir streichen hier relativ zu den deklinierbaren Wortarten insgesamt noch die Person raus, die Kategorie Person und die Kategorie Komparation, und dann bleiben eben Numerus, Genus und Kasus mit ihren Ausprägungen als Deklinationsklassen für das Nomen übrig. Gucken wir uns die Genera an. Welche gibt es? Das sind das Maskulinum, wie zum Beispiel in der Berg, der Abhang, der Mann, der Sprung, der Nutella. Ja, das gibt Leute, die das sagen. Dann gibt es das Femininum, die Quelle, die Straße, die Frau, die Unterhaltung, die Nutella. Ja, auch das soll es geben. Und das Neutrum, das Haus, das Gehen, das Mädchen, das Geheimnis, das Nutella. Bei den Genera stellt sich immer mal wieder und auch aktuell die Frage, ob grammatisches Genus und das Geschlecht, das kulturelle Geschlecht, das sogenannte biologische Geschlecht, wie immer man das fassen möchte, hängen die zusammen? Und aus synchronischer Perspektive kann man in einer Hinsicht sagen, nein. Und zwar hängen Genus und Geschlecht bei Nicht-Personenbezeichnungen nicht zusammen. Das heißt, der Ball, die Kehle oder das Messer, das hat nichts, semantisch nichts mit den Gegenständen zu tun, die hier bezeichnet werden. In einer anderen Hinsicht kann man aber sagen, und ebenso aus synchronischer Perspektive, ja, grammatisches Genus und Geschlecht haben etwas miteinander zu tun, und zwar bei den meisten Personenbezeichnungen. Also mit anderen Worten, es kommt nicht von ungefähr, dass es der Mann und die Frau lautet. Schauen wir uns das kurz genauer an. In den Spalten haben Sie die grammatischen Genera und in den Zeilen finden Sie Geschlechter. Ich habe hier männlich, weiblich, neutral aufgenommen. Und dann sehen Sie, dass männliche Personen überzufällig oft mit grammatischem Maskulinum zusammenhängen
Mann, Kerl, Honk, Junge, Schwager, Onkel, Großvater. Und das gilt auch für manche Tierarten, bei denen das so ist. Das heißt, der Rüde, der Hengst, der Ochse und der Kater. Und wenn Sie schauen, dann werden kulturell weibliche Personen auch überzufällig oft mit Feminina ausgedrückt. Die Frau, die Tochter, die Tussi, die Schwägerin, die Tante, die Großmutter. Und ebenso ist das bei weiblichen Tieren. Die Hündin, die Eselin, die Stute, die Kuh. Und wenn Sie neutrale anschauen oder sagen wir im Geschlecht unbestimmte Gegenstände hier unten rechts, dann werden die durch das Neutrum ausgedrückt. Das Kind, das Balg, das Pferd, das Schwein, das Huhn, das Kalb. Und jetzt gibt es natürlich aber auch Abweichungen davon. Zum Beispiel kann man das männliche Geschlecht auch durch ein Neutrum ausdrücken, das Bübchen und das Männchen. Das hat nicht selten auch pejorativen Charakter, also sowas wie herabsetzenden, eine herabsetzende Semantik. Genauso wie wenn männliche Personen durch das Femininum ausgedrückt werden. Das gibt's auch, aber auch diese Ausdrücke, ich möchte hier nicht nennen, weil die stigmatisiert sind, auch die haben pejorativen Charakter, also die können auch als Schimpfwörter benutzt werden. Und ebenso ist das, wenn man weibliche Personen mit dem Maskulinum ausdrücken will, auch die haben oft pejorativen Charakter. Damit werden oft weibliche Grenzüberschreitungen in männliche Machtbereiche verurteilt. Auch damit lässt sich schimpfen und damit wird auch geschimpft. Und dann gibt es natürlich solche Sachen, die grammatische Erfordernisse bedienen. Zum Beispiel gibt es neutral, also Kategorien in der Welt, die keinem Geschlecht zuordnenbar sind. Sowas wie Fluss, Berg, Abhang und Sprung, das sind dann zufälligerweise Maskulina. Aber dann gibt es hier solche Derivationen mit Heid, Keit, Ichkeit und Ung. Die sind der Grammatik halber, also das hat jetzt grammatische Prinzipien, sind das alles Feminina. Also die Freiheit und die Achtung und so weiter. Und Ableitungen mit Diminutiv-Suffixen wie Chin oder Lein oder Nis, das Erfordernis, die sind auch durch die Suffixe allein grammatisch Neutrum. Also es gibt diese Zusammenhänge und die sind auch zum Teil normativ aufgeladen, aber diese Zusammenhänge gibt es nur bei Personenbezeichnungen und bei bestimmten Tierarten, die auch, sagen wir mal, gekennzeichnet dadurch sind, dass sie hochgradig domestizierte Tierarten sind. So, schauen wir uns jetzt an, welche Deklinationsklassen von Substantiven es gibt. Schauen wir uns erstmal so ein Substantiv wie Tisch an, dann finden wir hier den flektiert, das Wort flektiert nach Kasus und Numerus. Der Tisch des Tisches, dem Tisch oder dem Tische, leicht antiquiert schon, den Tisch und im Plural die Tische, der Tische, den Tischen, die Tische. Wir finden hier die Flexionselemente im Genitiv Singular und im Dativ Singular das antiquierte Schwa und im Plural. Und diese Flexionselemente, die zeigen eben jetzt genau Kasus und Numerus an, inklusive Nullendungen und möglicherweise auch Umlaute bei anderen Wörtern. Bei Gast zum Beispiel, Gastgäste. Das Genus ist immer dem Nomen inhärent, also das Genus ist einem Nomen fest zugeordnet und das erkennt man aber hier an Tisch nicht, welches Genus das hat, das Wort Tisch. Das wird nur angezeigt von nicht genusfesten Elementen, die das Wort Tisch begleiten, zum Beispiel ein Artikel. Da heißt es dann eben im Singular der Tisch und nur am
Artikel sieht man dann, dass es sich um ein Maskulinum-Nomen handelt. Nehmen wir gegenüber Tisch jetzt mal das Nomen oder das Substantiv Bär dazu, dann sehen wir in den einzelnen Wortformen von Bär kommen andere Endungen vor wie bei Tisch. Wir finden bei Tisch zum Beispiel, und das wähle ich jetzt nicht zufällig, sondern das hat dann eine bestimmte Bewandtnis, wir finden, dass der Genitiv Singular bei Tisch eine andere Form hat als der Nominativ Plural Tische und wiederum nochmal davon verschieden ist die Form en. Und bei Bär finden wir, dass der Genitiv Singular mit dem Nominativ Plural übereinstimmt, Bären, und dass das auch die Endung n hat. Ja, hier Genitiv Singular und Nominativ Plural. Bei Tisch stimmen die nicht überein und es ist auch nicht die Form in. Und bei Bär stimmen die überein und zwar auch in der Form in. Nehmen wir jetzt auch noch das Ende hinzu als Beispielwort. Dann sehen wir hier haben wir es nochmal mit einer dritten Konstellation zu tun. Hier weicht der Genitiv Singular vom Nominativ Plural ab, des Endes, aber die Enden. Aber diese Pluralform ist die N-Form. Das heißt, wir haben hier drei Konstellationen, die zwischen dem Genitiv Singular, dem Nominativ Plural und der Endung N bestehen. Und genau nach diesen Kriterien unterscheiden wir drei Deklinationsklassen bei Maskulina und Neutra. Also Maskulina, der Tisch, der Bär, Neutra, das Ende. Und zwar, Tisch wäre ein starkes Maskulinum und es gibt auch starke Neutra, die so wie Tische, wie Tisch dekliniert werden. Stark ist das deswegen, weil wir hier viele, also noch relativ viele distinkte Flexionsformen finden. Man kann das sich vielleicht auch so merken, dass so Wörter wie Tisch haben die Kraft, sich oft umzuziehen und erscheinen dann in unterschiedlichen Formen. Das ist bei Bär anders. Das sind nämlich schwache Maskulina. Wenn Sie da hinschauen, dann sehen Sie im Prinzip nur zwei verschiedene Formen, nämlich Bär und Bärin. Und bei den gemischten Maskulina und Neutra, da haben wir immerhin noch drei verschiedene Formen, Ende, Endes und Enden. Das sind die drei Deklinationsklassen hier. Schauen wir uns jetzt Feminina an. Da haben wir hier das Beispiel Burg. Die sieht im Singular in allen Kasus sieht das Wort gleich aus und im Plural ist es eine andere Form mit in, aber die sehen auch in allen Kasus gleich aus. Schauen wir uns noch ein anderes Neutrum-Nomen an. Herz, dann finden wir hier eine weitere Deklinationsklasse, nämlich unregelmäßige Maskulina und Neutra. Warum unregelmäßig? Weil wir bei Herzens, beim Genitiv Singular, da haben wir eine Flexionsendung, die eigentlich eine schwache Deklination auszeichnet mit dem N in Kombination mit dem S im Genitiv, das wiederum eine starke Deklination anzeigt und ebenso der Dativ Singular Herzen. Das ist auch eigentlich eine Endung, die die schwache Deklination kennzeichnet, während das Herz mit Nullendung wiederum die starke Deklination anzeigt. Und deswegen sagt man, das sind unregelmäßige Maskulina und Neutra, die so wie Herz dekliniert werden. So, schauen wir uns jetzt danach den Numerus an. Und welche Arten der Pluralbildung es beim Nomen, beim Substantiv gibt. Da haben wir zunächst einmal den Nullplural. Also Beispiele hier sind das Zeichen.
im Plural die Zeichen, der Zeichen, den Zeichen, die Zeichen. Ebenso bei Lehrer, der Lehrer, die Lehrer und der Zügel, die Zügel. Hier haben wir also keine Form, keinen Suffix, keinen Umlaut, der Plural anzeigen würde, im Vergleich zur Singularform dieser Wörter. Dann haben wir das Schwa als Pluralmarkierung, als Pluralsuffix, also der Tag, die Tage, die Gans, die Gänse. Da haben wir auch noch den Umlaut sogar dabei bei Gänse. Dann finden wir ein weiteres Pluralsuffix, das R. Das Rind, die Rinder, das Band, die Bänder, auch da mit Umlaut. Wir haben die N-Endung oder N-Endung. Die N-Endung finden wir in Fähren, die Fähre, die Fähren. Und die N-Endung finden wir in das Konto, die Konten. Dann gibt es auch noch den S-Plural, der Park, die Parks und die Party, die Partys. Und damit war es das mit den verschiedenen Pluralendungen im Deutschen. Schauen wir uns nochmal den Kasus aus anderer Perspektive an. Also, wie Sie merken, wir gehen die ganzen Merkmalsklassen durch, nach denen Substantive dekliniert werden. Und schauen uns an, was da möglich ist. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Kasus an, und aber aus anderer Perspektive und fragen, wofür stehen eigentlich die vier Kasus? Was steckt hinter Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ? Der Nominativ, das ist der Wer- oder Was-Fall. Das heißt, der ist auch erfragbar durch die Fragewörter Wer oder Was. Also, wer oder was war gestern schlecht? Der Essensrest war schlecht, die Sahne war schlecht, das Wetter war schlecht. Der Genitiv ist der Wessen-Fall. Wessen hat sie sich erinnert? Sie hat sich des Erdbebens erinnert oder sie hat sich ihrer Blamage erinnert oder sie hat sich seiner Blamage erinnert. Dann der Dativ, das ist der Wem- oder Was-Fall. Wem hat er gratuliert? Er hat dem Onkel, der Tante, ihrer Tante, unserem Vater und so weiter. Und dann der Akkusativ, das ist der Wen- oder Was-Fall. Wen oder was hat es gesehen? Es hat den Hirsch gesehen, es hat die Kuh gesehen, es hat das Reh gesehen. So viel dazu, wofür die stehen oder sagen wir, wie sie erfragbar sind. Jetzt die Frage, welche Funktionen haben eigentlich die Kasus? Denn diese Kasusendungen, die stehen ja anders als zum Beispiel eine Pluralmarkierung, die stehen ja semantisch anscheinend für nichts. Hier können wir zunächst einmal sagen, eine Funktion vom Kasus ist, dass sie von anderen Wörtern regiert sein können. Also die Kasus von Substantiven können von anderen Wörtern regiert sein und so die Zugehörigkeit der Substantive zu diesen Wörtern anzeigen. Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie, sie ist ihrer Freundin wichtig oder der Wunsch nach Veränderung war stark oder sie wünscht sich Veränderung. Hier ist es so, im ersten Beispiel ist es das Adjektiv wichtig, das den Dativkasus bei ihrer Freundin regiert. Das heißt, wichtig bestimmt, dass ihrer Freundin im Dativ stehen muss. Und dadurch weiß auch der Sprachbenutzer, die Sprachbenutzerin, dass ihrer Freundin zu wichtig gehört, beziehungsweise dass die in Kombination miteinander interpretiert werden sollen. Genauso bei der Präposition nach. Auch die Präposition nach regiert einen Dativ und deswegen weiß man, das nachfolgende Nomen im Dativ gehört zu nach und das Verb wünschen regiert einen Nomen im Akkusativ und auch das findet man dann im Nomen Veränderung
und weiß so, dass Veränderungen im Kontext von Wünschen interpretiert werden muss, nämlich als Objekt von Wünschen. Eine weitere Funktion von Kasus ist es, semantische Rollen anzuzeigen, und zwar die semantischen Rollen von Elementen, die durch Verben valenzgebunden sind. Also, der Spieler schießt den Ball. Hier können wir erkennen, Schießen fordert zwei Mitspieler, das ist die Valenz von Schießen, nämlich einen Schießer und ein Geschossenes. Und die müssen auch bestimmte, in ihren Rollen als Schießer und Geschossenes, müssen die bestimmte Formen aufweisen, nämlich der Schießer muss den Nominativ aufweisen und das Geschossene den Akkusativ. Ein bisschen allgemeiner benannt, diese Rollen heißen Agens und Patiens. Das heißt, Schießen fordert eine Nominalphrase im Nominativ, die das Agens repräsentiert, die semantische Rolle Agens, und eine NP im Akkusativ, die semantische Rolle Patiens repräsentiert. Und an diesen Nominalphrasen, genauer gesagt an den Artikeln, können wir erkennen, welche Nominalphrase der Nominativ ist und dadurch auch welche Agens ist und welche Akkusativ ist und dadurch eben Patiens. Und das gleiche in allen anderen Beispielen. Der Ball wird von ihm geschossen. Das ist jetzt das gleiche im Passiv. Hier ist es so, dass im Passiv die semantischen Rollen anders realisiert werden. Das haben Sie in der Sitzung zum Verb schon gesehen. Im Nominativ wird jetzt das Patiens ausgedrückt und das Agens durch eine Präpositionalphrase mit von. Dann sie zieht ihm Zähne mit einer Zange. Da ist der Dativ, der zeigt eine Rezipientenrolle an, und die Präpositionalphrase mit zeigt ein Instrument an, mit dem das geschieht. Und ein Satz wie er bekommt Geld, da kodiert das Subjekt, also die Nominalphrase im Nominativ, auch einen Rezipienten. Und der ist erkennbar durch die Nominativform. Die dritte Funktion des Kasus ist es, Entschuldigung, Attribute zu markieren, die tragen nämlich den Genitiv. Und solche Attribute im Genitiv, die bestimmen immer andere Nomen näher. Also zum Beispiel der Ehrgeiz der Spielerin, der Hut des Vaters und Omas Vergangenheit. Da wissen wir immer durch den Genitiv, der steht auch immer neben einem anderen Nomen. Dieses Nomen im Genitiv bestimmt ein anderes Nomen näher. Also die Anzeige von Genitivattributen. Kommen wir zu der Frage, was man mit Substantiven insgesamt tut. Oder wofür stehen Substantive? Mit Substantiven kann man Gattungen bezeichnen. Man spricht dann von Gattungsnomen. Und diese Gattungsnomen, die können wir dann immer nochmal unterscheiden in Konkreta und Abstrakta. Konkrete Appellativa, also Gattungsnomen nennt man auch Nomina Appellativa. Und konkrete Appellativa wären zum Beispiel Stein oder die Alpen, Wolf, Luft und Milch. Und Abstrakta wären Güte, Freiheit und Geltung. Und neben den Gattungsnomen gibt es dann auch noch die Eigennamen, das sind dann die Nomina propria oder nur propria, die mit denen benennt man bestimmte Gegenstände. Also die Appellativa bezeichnen Gattungen, die propria benennen bestimmte Gegenstände. Da haben wir zum Beispiel Personennamen wie Noam Chomsky, Ländernamen wie Malta, Markennamen wie Faude und noch andere. Die zwei großen Klassen sind aber die Gattungsnomen und die Eigennamen. Und damit kommen wir zum Adjektiv.
und fragen auch hier, was ist ein Adjektiv, und versuchen das Adjektiv durch ein morphosyntaktisches Kriterium und durch ein distributionelles Kriterium von den anderen Wortarten abzugrenzen. Morphosyntaktisch sind Adjektive nach den Merkmalklassen Kasus, Numerus, Genus und Komparation deklinierbar, und distributionell können Adjektive zwischen Artikel und Nomen platziert werden. Wir können das auch hier zeigen. Wir können das abgrenzen dadurch, dass es zwar flektierbar ist, aber nicht konjugierbar und nicht artikelfähig, aber komparierbar. Das Adjektiv ist tatsächlich auch die einzige Wortart, die komparierbar ist. Hier haben wir die Merkmalklassen, die auf das Adjektiv zutreffen, wie in der morphosyntaktischen Charakterisierung auch schon genannt. Und hier die Ausprägung. Was hier hinzugekommen ist, ist die Komparation mit den drei Graden positiv, komparativ und superlativ. Bleiben wir gleich bei der Komparation. Wie werden Adjektive denn gesteigert oder kompariert? Hier sehen Sie die Positiv-, Komparativ- und Superlativformen von einigen Adjektiven. Schlecht, schlechter, am schlechtesten, alt, älter, am ältesten. Und dann gibt es auch welche, bei denen ist das zwar grammatisch möglich, die zu steigern, aber semantisch nicht. Zum Beispiel tot, toter, am totesten. Jetzt kann man sich irgendwelche Zombie Szenarien ausdenken, wo das dann doch sinnvoll ist, das zu steigern. Aber ich sag mal, in unserer derzeitigen Wirklichkeit ist das eher semantisch anomal. Rasend, rasender, am rasendsten ist auch komisch vielleicht. Und sowas wie geschnitten, geschnittener, am geschnittensten ist auch nicht besonders gut. Und ganz unmöglich wird es dann, wenn man Zahladjektive, also Numerale, steigern möchte. Das geht gar nicht. Zwei, Zweier am zweitesten funktioniert nicht. Manchmal wird auch noch eine vierte Steigerungsform angenommen. Das ist aber keine, die nochmal den Superlativ übertreffen würde, sondern der wird dann angenommen in Kontexten, in denen nichts verglichen wird. Bei Positiv, Komparativ und Superlativ haben Sie immer den impliziten Vergleich beim sogenannten Elativ. Wenn man ihn annimmt, ist das nicht so. Das wäre dann die höchste Steigerungsform, also so wie der Superlativ, aber ohne Vergleich, wie in Äußerungen, wie er ist der größte Depp, ohne dass da tatsächlich ein Vergleich mit jemand anderem vorgenommen würde. Aber der ist formal identisch mit dem Superlativ und es ist umstritten, hier noch den Elativ als eigene Kategorie anzunehmen. Woher beziehen eigentlich Adjektive, vor allem wenn sie als Adjektivattribute gebraucht werden, ihre Merkmalsausprägung, also Kasus, Numerus und Genus mit anderen Worten und die Komparation? Schauen wir uns mal an. Beispielsatz an. Die gefährlichen Mutanten beunruhigen eine Epidemiologin. Dann sehen Sie die und gefährlichen und Mutanten auf der einen Seite und eine Epidemiologin auf der anderen Seite, die haben identische Deklinationsformen in Kasus, Numerus und Genus. Und dabei spricht man von Kongruenz. Die stimmen darin miteinander überein, und daran ist ja auch erkennbar, dass die und gefährlichen und Mutanten zusammengehören. Ja. Also die sind hinsichtlich Kasus, Numerus und Genus klassifiziert oder dekliniert. Und woher bekommt jetzt gefährlichen hier seine Kasus, Numerus und Genus Spezifizierung? Das Nomen Substantiv Mutante, die Mutante im Übrigen, ist ein feminines Nomen. Das ist, dieses Femininum ist dem Nomen inhärent, und wegen dem Kongruenz
Erfordernis müssen auch der Artikel und das Adjektiv ebenfalls feminin gebildet werden. Und daher bekommt also zum Beispiel zunächst schon mal das Adjektiv sein Genus. Der Numerus ist natürlich semantisch motiviert. Das bedeutet, das ist eine Pluralmarkierung, weil es mehr als eine Mutante ist. Das hat was mit dem Zustand der Welt zu tun, über den gesprochen wird. Ist kein grammatisches Erfordernis. Das heißt, der Numerus ist semantisch motiviert und natürlich muss aber hier auch Kongruenz bestehen zwischen den einzelnen Wörtern hier in der Nominalphrase, die das Subjekt bildet. Und der Kasus ist syntaktisch motiviert. Der wird entweder, je nachdem, welche Theorie man vertritt, vom Verb zugewiesen oder von der Verbalphrase. Also hat was mit Beunruhigen zu tun. Und wiederum muss dann die Kongruenz bestehen zwischen Artikel, Adjektiv, also attributivem Adjektiv und Nomen innerhalb der Nominalphrase. Und daher bekommt auch Gefährlichen seinen Kasus. Das können Sie auch daran erkennen, wenn wir das Verb ändern. Die gefährlichen Mutanten entwischen einer Epidemiologin. Dann ändert sich da beim Objekt der Kasus, und zwar dadurch, dass wir das Verb geändert haben. Gut, auch beim Verb müssen wir fragen, ähnlich wie beim Substantiv, wie verschiedene Klassen von Adjektiven dekliniert werden. Und auch hier unterscheidet man eine starke Deklination von einer schwachen Deklination, von einer gemischten Deklination. Ich habe Ihnen hier für jede Deklination nur die Nominative aufgeführt. Das starke Adjektiv steht dann, wenn die Nominalphrase keinen Artikel hat. Also zum Beispiel, kranker Dude, der du bist. Das wäre Nominativ, Singular, Maskulinum. Kranke Tussi, die du bist. Das wäre Nominativ, Singular, Femininum, und krankes Schwein, das du bist, wäre Nominativ Singular Neutrum, und kranke Typen, die ihr seid, das wäre der Plural, der dann für alle drei Genera gleich ist. Das heißt, wir haben hier diese vier Endungen im Nominativ in den drei Genera plus Plural. Dann schauen wir rüber in die schwache Deklination. Die schwach dekliniert werden Adjektive, wenn sie auf einen definiten Artikel folgen in einer Nominalphrase. Also der kranke Dude, der du bist, die kranke Tussi, die du bist, das kranke Schwein, das du bist, und die kranken Typen, die ihr seid. Da sehen Sie, dass diese schwache Deklination anders aussieht als die starke Deklination. Und dann gibt es auch noch die gemischte Deklination, und die finden wir nach einem indefiniten Artikel. Also ein kranker Dude ist er, eine kranke Tussi ist sie, ein krankes Schwein ist es, und keine kranken Typen sind sie. Hier muss ich keine als indefiniten Artikel nehmen, weil im Plural es keine Entsprechung für eine gibt. Da haben wir einen indefiniten Nullartikel im Deutschen. Deshalb muss man das keine hier nehmen. Hier sehen Sie jetzt die vollständigen Deklinationen. Hier zunächst für die schwache Deklination im Singular. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es hier eigentlich nur zwei verschiedene Formen gibt, nämlich ö und n. Und die machen die kompletten, die machen ja alle Zellen im Flexionsparadigma aus. Das hier wäre dann schwach Plural, und da sehen Sie, da gibt es sogar nur eine Form, n. In allen Genera, in allen Kasus, nur n.
Hier haben wir die starke Deklination im Singular. Da sieht es jetzt schon sehr anders aus. Deshalb ist es ja auch die starke Form des Adjektivs stark. Wie gesagt, die Adjektive sind so stark, dass sie sich oft umziehen können und dann in verschiedenen Formen erscheinen. Hier haben wir R, N, M, Ö, R und so weiter. Hier noch die S-Form, im, in, im Neutrum. Das ist doch relativ stark ausgeprägt, welche verschiedenen Formen es dabei gibt. Stark Plural, auch hier haben wir verschiedene Formen. Kleine, kleiner, kleinen, kleine. Das sieht auch völlig anders aus als bei der schwachen Deklination im Plural, wo wir tatsächlich nur in gefunden haben. Hier haben wir dann noch die gemischte Deklination im Singular. Hier haben wir eine Mischung aus starken und schwachen. Das heißt, wir haben starke Endungen wie R und wir haben schwache wie N. Und daraus setzt sich dieses Paradigma bei den gemischten Adjektiven im Singular zusammen. Und im Plural finden wir nur die ganzen wieder vollständig mit der Form in gebildet. So, wir müssen jetzt über das Prinzip der Monoflexion sprechen. Da geht es darum, wie kann man eigentlich an einer Nominalphrase erkennen, welchen Kasus sie trägt und welchen Numerus sie repräsentiert. Und das wird durch das Prinzip der Monoflexion geregelt. Schauen Sie mal sich diese Nomen hier an und schauen Sie, wodurch hier eigentlich Kasus, schauen Sie sich die Nominalphrasen hier mal an und schauen Sie, wie darin Kasus markiert wird. Wir können an Kleine und Stamm können wir nicht erkennen, was das für ein Kasus ist. Das kann alles Mögliche sein. Aber der Artikel macht uns das klar. Und so ist das auch bei vielen, bei den anderen Kasus mit dem definiten Artikel. Dann schauen Sie sich mal Nominalphrasen an, die mit manch gebildet werden. Manch kleiner Stamm, manch kleinen Stammes, manch kleinem Stamm, manch kleinen Stamm. Hier gibt es auch nur ein Flexionsmorphem, an dem wir erkennen können, in dem Ganzen, in der ganzen Nominalphrase, welchen Kasus und auch welchen Numerus die diese Nominalphrasen tragen. Und wenn wir so ein Possessivpronomen davor setzen, dann ist das ähnlich. Hier können wir es nur am Suffix, am Flexionssuffix, am Adjektiv erkennen. Und in den anderen Kasus können wir es an dem Flexionssuffix am Possessivpronomen erkennen. Das heißt, es gibt hier das Prinzip der Monoflexion, das sagt, dass das schwache Adjektiv nach kasusdistinkten Artikeln steht, also hier in der ersten Spalte, das starke Adjektiv steht nach Kasus indistinkten und Nullartikeln, zum Beispiel nach manch. Hier das in der ersten Spalte schwach nach Kasus distinkten Artikeln, in der zweiten Spalte ein starkes Adjektiv nach Kasus indistinkten und Nullartikeln. Und ein gemischtes Adjektiv steht nach unter anderem nach kein und nach Possessivpronomen. Das ist das, was Sie hier sehen. Und was das für eine funktionale Bewandtnis damit hat, ist, dass damit trotzdem die grammatischen, die Deklinationskategorien der gesamten Nominalphrasen angezeigt werden. Wenn es eben nicht am Artikel geschehen kann, dann muss es eben am Adjektiv geschehen. Das ist das Prinzip der Monoflexion. Wir können noch insgesamt nach der Funktion von Adjektiven fragen.
Da können wir drei unterscheiden. Die wichtigste und die prototypische ist der attributive Gebrauch, das heißt vor Nomen und nach Artikeln inflektierter Form, also sowas wie junge Kälber. Hier wird das Nomen eben modifiziert oder bestimmt durch das attributive Adjektiv. Es gibt auch vereinzelt noch nachgestellte Attribute, wie in Nudeln süß-sauer oder Hänschen klein, aber das ist antiquiert bzw. syntaktisch nicht so integriert, wie zum Beispiel junge Kälber. Dann ein weiterer Gebrauch, aber nicht mehr prototypisch, das ist der prädikative Gebrauch. Dabei wird das Adjektiv mit einer Kopula kombiniert und tritt unflektiert auf. Also die Kälber waren jung oder die Kälber waren jünger. Die Kopula ist waren, also ein Kopula-Verb. Zusammen dann mit dem Adjektiv wird da eine Teilidentitätsrelation zum Subjekt hergestellt. Also das Jungsein oder Jüngersein trifft auf die Kälber zu. Und wenn die Adjektive, die prädikativ gebraucht werden können, die können auch attributiv gebraucht werden. Also wir können das umformen in die jüngeren Kälber. Der dritte Gebrauch, das ist der adverbiale Gebrauch. Dabei ist das Adjektiv vom Verb abhängig und nicht von einem Nomen. Und es tritt ebenfalls unflektiert auf. Es kann aber dekliniert sein nach Komparation, nach der Merkmalsklasse Komparation. Es kann also kompariert auftreten. Also das Kalb säuft am schnellsten. Und auch das kann man in attributiven Gebrauch umformen. Das schnellste Saufen. Wie gesagt, das modifiziert ein Verb, kein Nomen. Und deshalb muss man bei der Umformung dann auch ein nominalisiertes Verb benutzen. Also das Saufen war das Schnellste, nicht das Kalb. Diese Umformung funktioniert umgekehrt nicht immer. Also nicht jeder attributive Gebrauch kann auch in prädikativen Gebrauch oder adverbialen Gebrauch umgeformt werden. Und daran ist auch erkennbar, dass der attributive Gebrauch der prototypische Gebrauch eines Adjektivs ist. Kommen wir jetzt noch zu Artikel und Pronomen. Was sind Artikel und Pronomen? Das morphosyntaktische Kriterium wäre, dass sie beide deklinierbar sind, aber nicht komparierbar. Und das distributionelle Kriterium wäre, dass Artikel und Pronomen nicht artikelfähig und nicht durch attributive Adjektive erweiterbar sind. Das finden Sie dann hier. Hier finden Sie auch noch, das verschiebe ich auf gleich. Hier sehen Sie also diese Abgrenzung von Pronomen und Artikeln, aber damit sind Pronomen und Artikel noch nicht voneinander abgegrenzt. Wie unterscheiden sich also Artikel und Pronomen? Hier sind mehrere Sachen zu nennen. Ein Artikel hat kein pronominales Potenzial, also das heißt, die begleiten Substantive und bestimmen Substantive, aber sie ersetzen keine Substantive im Sinne von pro. Sie stehen nicht für ein Substantiv, für ein Nomen, sondern sie begleiten sie. Und das machen sie in Form von Definiten, Indefiniten und Nullartikeln. Ja, der Stamm, die Stämme, ein Stamm, Stämme und so weiter. Dann haben wir sowas wie artikelähnliche Pronomen, auch Begleiterpronomen genannt. Die haben pronominales Potenzial, das heißt, die haben das Potenzial, Nomen zu vertreten. Die sind aber distribuiert im Satz wie Artikel. Und das wären demonstrativ, interrogativ, possessiv, indefinit und manche Relativpronomen. Also dieses, welches, also dieses Haus, welches Haus, sein Haus, manches Haus
Oder das Haus, das ich irgendwo gesehen habe. Das wäre das Relativpronomen. Und da sehen Sie schon, diese Wörter oder diese Wortformen, die können auch ohne das Nomen auftreten und ein Nomen vertreten, also Pronomen sein. Aber hier als artikelähnliche Pronomen haben Sie Begleiterfunktion. Und darin unterscheiden Sie sich dann von den echten Stellvertreterpronomen, also die dann tatsächlich nur noch Pronomen stehen oder für Nominalphrasen. Und die sind jetzt auch eben durch ihre Distribution im Satz von Begleiterpronomen unterscheidbar, weil sie eben alleine stehen können, ohne ein Nomen zu vertreten. Und zu den eben genannten, also Demonstrativ, Interrogativ, Possessiv, Indefinit und Relativpronomen, kommen jetzt noch Personal- und Reflexivpronomen dazu bei den Stellvertreterpronomen. Also, er verletzt sich, dieser verletzt sich, wer verletzt sich, seiner verletzt sich, mancher verletzt sich, derjenige, der verletzt sich. Ja, das sind echte Stellvertreter. Das sind keine Artikel mehr und es sind auch keine Begleiterpronomen mehr, weil sie nichts mehr begleiten. Was leisten Artikel in diesem Dreigestirn? Der definite Artikel, also der Stamm, die Kuh, das Kalb, der definite Artikel zeigt die Identifizierbarkeit von Referenten in einem Diskurs an. Entweder dadurch, dass die Referenten auf der Welt auch nur einmal existieren, die Sonne und der Himmel, die sind definit, weil sie nur einmal existieren, weil sie nur einen Referenten in der Welt haben. Dann zeigen sie die Identifizierbarkeit von Referenten an, weil sie attributiv erweitert sind. Die Bücher auf dem Tisch. Und indem sie wieder aufnehmen, was schon mal gesagt wurde oder was schon mal genannt wurde. Bla 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 bla, wer mich besuchte, war ein alter Freund. Der Freund wollte mich wiedersehen. Das heißt, hier wird ein alter Freund in den Diskurs eingeführt mit einem indefiniten Artikel. Und nachdem er eingeführt und dadurch bekannt und identifizierbar ist, wird er mit dem definiten Artikel genannt. Der indefinite Artikel zeigt dagegen Nichtbekanntheit oder auch Nichtbestimmtheit von Referenten an, und zwar in der Vertretung von Gattungen. Er sucht ein Auto, das ist hier egal, was für eins, irgendeins ist damit genannt, und das zeigt an, dass es ein Auto ist, das weder bekannt noch bestimmt ist. In Texten zeigen indefinite Artikel eben auch Referenten an, die noch nicht genannt wurden, die aber eingeführt werden, wie der Freund von eben, so auch hier. Es war einmal eine Königin, das ist oft der erste Satz eines Märchens, und da kommt prototypischerweise dann ein indefiniter Artikel vor, der einen Referenten in den Text einführt. Und danach kann man von dieser nun bekannten Königin auch sprechen als die Königin, weil sie an dieser Stelle dann schon bekannt ist. Und im Plural steht ohnehin immer der Nullartikel, weil wir keinen indefiniten Artikel haben im Plural. Also früher gab es Bären. Oder es waren einmal Bären. Was leisten die Artikel? Das haben wir zum Teil schon gesehen, und zwar bei der Monoflexion. Die zeigen, besonders als definite Artikel, zeigen sie in Nominalphrasen Kasus und Numerus an, Genus auch. Und das gleiche trifft auf hier die Possessivpronomen als artikelähnliche Begleiter zu.
Welche Formen haben die definiten und die indefiniten Artikel? Die habe ich Ihnen hier nochmal aufgelistet. Die gehe ich jetzt auch nicht vollständig durch. Nur noch der Hinweis, dass der indefinite Artikel im Plural eine Nullform hat. Also den gibt es nicht. Kommen wir damit zu den artikelähnlichen Pronomen, also den Begleiterpronomen, und fragen, was die leisten. Die sind in bestimmten Hinsichten eben wie Artikel, das sagt ja ihr Name schon, artikelähnliche Pronomen oder Begleiterpronomen. Die sind zum Beispiel, wenn sie ein Nomen begleiten, wie in ich sah dieses schöne Haus, ich sah manches schöne Haus, dann sind die darin syntaktisch genauso distribuiert wie Artikel. Ja, die stehen dann an derselben Stelle. Und in ihrer Funktion als Pronomen oder in dem, was sie Pronomenhaftes an sich haben, da können sie, da haben sie pronominales Potenzial. Das sieht man daran, dass man sowas sagen kann wie ich sah dieses oder ich sah das oder ich sah manches. Das heißt, die haben anders als Artikel, ich kann nicht sagen, ich sah ein oder ich sah da, ich sah das, als mit unbetontem das im Sinne eines Artikels. Das ist nicht möglich, das zu sagen. Das heißt, diese artikelähnlichen Pronomen haben eben pronominales Potenzial, das Artikel nicht haben. Welche von diesen artikelähnlichen Pronomen, also Begleiterpronomen, gibt es? Man kann Demonstrativpronomen, Interrogativpronomen, Possessivpronomen und Indefinitpronomen als Begleiterpronomen verwenden. Bei den Demonstrativpronomen sieht das folgendermaßen aus: Die zeigen auf etwas im außersprachlichen Kontext, deshalb heißen sie auch Demonstrativpronomen. Das sind Pronomen wie dieses, jenes, dasjenige, solches, dasselbe, ersteres oder letzteres. Und dieses Zeigen auf etwas im außersprachlichen Kontext kann von einer echten Zeigegeste begleitet werden. Zum Beispiel, ich nehme diese Tasse oder ich nehme diese Tasse und sie zeigen dabei auf eine Tasse unter mehreren wählbaren Gegenständen. Stellen Sie sich eine Auslage in einer Töpferei vor, wo verschiedene Gegenstände stehen. Sie zeigen auf die Tasse und sagen, ich nehme diese Tasse. Oder ich nehme die Tasse. Und da können Sie unter mehreren verschiedenen Tassen eine auswählen, wenn Sie das sagen und das mit einer Zeigegeste begleiten. Also in der Auslage liegen oder stehen verschiedene Tassen und Sie zeigen auf eine und sagen, ich nehme die Tasse. Und dann können Sie dieses Demonstrativpronomen, dann ist es aber kein Begleiterpronomen mehr, natürlich auch als vollständiges Stellvertreterpronomen benutzen. Das würden Sie dann tun in einem Satz wie, ich nehme die oder ich nehme diese. Auch da betonen Sie das Pronomen, können eine Zeigegeste hinzunehmen und unter mehreren wählbaren Tassen damit eine anzeigen. Hier ist die Deklination des Demonstrativpronomens. Darauf gehe ich jetzt auch nicht näher ein. Und wir kommen zum Interrogativpronomen als Begleiterpronomen. Damit fragt man in Ergänzungsfragen nach Gegenständen oder Sachverhalten, also wer, wessen, wem, wen, was, was für ein oder welcher. Und manche von diesen Vertretern der Interrogativpronomen, die kann man nur als Stellvertreterpronomen benutzen, andere kann man nur als Begleiterpronomen benutzen. Welche Tasse nimmst du? Da müssen wir einen Begleiter haben. Entschuldigung, bei welche Tasse nimmst du? Da haben wir einen Begleiter. Aber bei was können wir nicht sagen, was Tasse nimmst du? Das heißt, was ist nicht als Begleiterpronomen möglich?
Was nimmst du, würden wir da fragen. Wessen Tasse ist das? Da müssen wir wessen als Begleiterpronomen benutzen, weil als Stellvertreterpronomen ist es nicht möglich zu benutzen. Wessen ist das, können wir nicht fragen. Wer nimmt die Tasse? Wer Person nimmt die Tasse? Auch hieran sehen Sie, wer muss als Stellvertreterpronomen benutzt werden und kann nicht als Begleiterpronomen verwendet werden. Wie ist es bei den Possessivpronomen? Die zeigen Zugehörigkeit an. Das wäre dann sowas wie mein, dein, sein, ihr, unser, euer und so weiter. Und die sind verwendbar wie Artikel, aber man kann sie auch als Stellvertreterpronomen benutzen. Also das ist deine schöne Tasse. Hier Stellvertreter, Entschuldigung, Begleiterpronomen und hier fungiert das Possessivpronomen wie ein Artikel. Vergleichen Sie, das ist eine Tasse, das ist diese Tasse, das ist die schöne Tasse. Aber man kann nicht sagen, das ist schöne Tasse. Da muss also etwas Artikelähnliches stehen. Und dazu gehören hier die Begleiterpronomen, Possessivpronomen. Deinen geht es besser. Daran sehen Sie, dass diese Possessivpronomen auch als Stellvertreterpronomen benutzt werden können. Und veraltet kann man auch sagen, den deinen geht es besser. Da werden die sogar wie Nomen benutzt. Hier ist die Deklination von Possessivpronomen am Beispiel von dein. Auch das erläutere ich jetzt nicht weiter und gehe weiter zu den Indefinitpronomen als Begleiterpronomen. Diese Pronomen verweisen auf unbestimmte Gegenstände oder Sachverhalte und manche von denen, die liegen nur in einer einzigen Wortform vor und sind nicht flektierbar. Deshalb kann man hier auch drüber streiten, ob sie überhaupt echte Pronomen sind. Flektierbar sind zum Beispiel alle, einige, irgendein, jedes, keines, manches, mehreres, jemand oder niemand und nicht flektierbar sind etwas, Mann oder manch. Bei einige Gäste sind weg, sehen Sie einige oder ein solches Indefinitpronomen in Begleiterfunktion und in einige sind weg, sehen Sie das Indefinitpronomen in Stellvertreterfunktion. Mann braucht Tassen. Da sehen Sie ein nicht flektierbares Indefinitpronomen als Subjekt. Das hat keine Artikelfunktion, keine Begleiterfunktion. Das sehen Sie daran, dass es in der Artikelstellung nicht funktioniert. Mann, schöne Tassen kann man nicht sagen. Und man sieht auch, es kann nur als Subjekt fungieren. Ich habe Mann gesehen, kann man nicht sagen. Das heißt, es kann nur als Stellvertreter, Pronomen für ein Subjekt fungieren. Kommen wir dann auch noch eben zu den Stellvertreterpronomen. Die stehen, wie gesagt, jetzt ohne ein Nomen zu begleiten, für ein Nomen oder eine ganze Nominalphrase. Welche Pronomen können als Stellvertreterpronomen fungieren? Da haben wir zunächst Relativpronomen, Indefinitpronomen, Demonstrativpronomen, Possessivpronomen und Interrogativpronomen. Die können zum Teil sowohl als Begleiterpronomen als auch als Stellvertreterpronomen fungieren. Und Personalpronomen und Reflexivpronomen und Reziprokpronomen, die können nur als Stellvertreterpronomen fungieren. Schauen wir uns die Personalpronomen genauer an. Da haben wir hier ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie im Nominativ, meiner, deiner, seiner, unser, euer, ihrer und so weiter. Das gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen durch. Das ist also die Deklination nach Kasus, Person und Numerus. Wie werden sie verwendet? Als was fungieren sie? Das haben wir schon mal besprochen. Die erste Person steht für die äußerungsproduzierende Person, die zweite Person für die durch die Äußerung adressierte Person
oder eben Gruppe. Und die Drittperson steht für das, was besprochen wird. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger klar. Schauen wir uns kurz Reflexivpronomen an. Wenn ich so etwas sage wie ich denke mir etwas, wir denken uns etwas, dann haben wir hier manche Reflexivpronomen der ersten Person, Singular, Plural im Dativ. Ich denke mir etwas, wir denken uns etwas, also Dativ. Andere stehen im Akkusativ. Ich bedanke mich, wir bedanken uns. In der zweiten Person mit Dativ. Du denkst dir etwas, ihr denkt euch etwas. Und im Akkusativ, du bedankst dich, ihr bedankt euch. Aber in der dritten Person können wir nicht sagen, er denkt ihm etwas oder er denkt oder sie denkt ihr etwas. Und im Akkusativ auch nicht, er bedankt ihn oder sie bedankt sie, sondern hier gibt es dezidierte Reflexivpronomen, die andere Formen sind als Personalpronomen, nämlich sich. Wir müssen hier sich als Reflexivpronomen benutzen. Er denkt sich etwas, sie denkt sich etwas, es denkt sich etwas, sie denken sich etwas und bei bedanken ebenso die gleiche Form. Er bedankt sich, sie bedanken sich. Das heißt, Reflexivpronomen, die treten im Dativ und im Akkusativ bei reflexiven Verben auf. Und in der ersten und zweiten Person rekrutieren die sich aus den Personalpronomen und in der dritten Person gibt es dedizierte Formen oder die dedizierte Form sich. Gehen wir auch noch kurz auf die Relativpronomen ein. Die Relativpronomen leiten Attributsätze ein und stehen im Attributsatz dann für ein Nomen aus dem Matrixsatz, also aus dem übergeordneten Satz. Dort steht die Tasse, die ich nehme. Manchmal steht das Relativpronomen auch für den ganzen übergeordneten Satz. Dort steht die Tasse, was mich freut. Und syntaktisch sind das Subordinationen, das heißt Nebensatz einleitende Konjunktionen. Und damit sind wir am Ende. Es war auch genug heute und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.